Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinis Zeitgedanken an diesem Samstag, dem 28. September 2024. Heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit Losung und Lehrtext, aber mit einem ganz großen Thema, nämlich es geht um das gesprochene und gehörte Wort. Wie viele Worte sprechen Sie am Tag? Wie oft sind in diesen Worten Emotionen? Wissen Sie, dass man mit Worten töten kann? Und wie oft hören Sie am Tag einem anderen Menschen zu? Das alles sind Fragen, die wir uns selten stellen, aber heute beide Texte beleuchten dieses große Thema. Schauen wir doch mal in die Texte hinein. Da heißt es im Psalm 19, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich denke, dass wir wenig darüber nachdenken, wie wir, wann wir und mit welchen Worten wir unterwegs sind. Dass unsere Rede nicht nur den Menschen gefallen soll, dass unsere Rede nicht nur die Menschen überzeugen soll, oder uns zu unserem Ziel bringen soll, das vergessen wir häufig. Nämlich hier kommt ein ganz anderer Fakt hinein. Unsere Rede, sie darf auch Gott gefallen. Und wenn wir heute diese unheimliche Propaganda vernehmen, die uns tagtäglich um die Ohren geprügelt wird, mit Schlagzeilen und mit ganz vielen Unwahrheiten, wie geradezu Hetze betrieben wird und wie man uns mit Worten einschüchtern will und auch dirigiert, das haben die wenigsten Menschen erkannt und begriffen. Es ist eine alte Möglichkeit, Menschen mit Worten zu lenken, ihnen Angst einzujagen, sie aufzurichten oder zu beugen. Und das geschieht heute, und deshalb ist es so wichtig, dass man sich auch überlegt, wie reden wir eigentlich? Wie kommen wir nicht nur bei den Menschen an, sondern reden wir, dass es auch Gott gefällt? Ich glaube, dass ganz viele, die ein öffentliches Wort verkündigen, nicht nur im religiösen Bereich, sich erschrecken würden, wenn sie das einmal durch einen Filter laufen lassen würden und fragen würden, ist das, was ich jetzt hier gesprochen habe, vor Gott wirklich gefällig? Gefällt es diesem Schöpfer? Oder tue ich es, weil ich etwas erreichen möchte, weil ich überzeugen will, weil ich Vorteile erhaschen möchte. Ein ganz großer Punkt auch in unserer heutigen Zeit, und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass unsere Rede nämlich alles andere als unwichtig ist. Mit unserer Rede, mit unseren Worten können wir verletzen, können wir ausgrenzen, können wir sogar töten und können wir sogar bei Gott in Misskredit fallen. Das heißt, wenn unsere Rede Gott nicht gefällt, dann machen wir uns schuldig. Und ich frage mich manchmal in der heutigen Zeit, wie die, die alle in der Propaganda unterwegs sind und mit ganz viel falschen Informationen dieser Welt nicht dienen, wie diejenigen vor Gott bestehen wollen. Ein ganz wichtiger Aspekt heute an diesem Tag, die Rede einmal zu kontrollieren und zu überdenken. Und dann kommen wir zum neutestamentlichen Text. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie bekommt Besuch bei der Geburt und das sind die Hirten und sie verkündigen eigentlich, was da Großes geschehen ist. Und das sind Worte, die Maria vielleicht nicht gleich verstanden hat, sondern wir sehen, dass sie darüber auch nachdenkt, dass sie diese Worte im Herzen bewegen wird. Und das heißt, Worte nicht einfach abprallen zu lassen, sondern in sich hineinzulassen und mit ihnen dann ein Stückchen unterwegs zu sein. Sicherlich werden wir sagen, diese Propagandareden von so vieler Kriegstreiberei und Falschinformationen, die uns heute erreichen, die lassen wir lieber gar nicht erst ins Herz hinein. Richtig. Wir brauchen einen Filter, aber leider ist es nicht so einfach möglich, weil unser Gehirn nämlich alles aufsaugt. Und wenn dann unsere Hippocampi voll sind, dann ist es ja der Fall, dass wir irgendwann nicht mehr aufnehmen können. Und so ist es vielleicht wichtig, dass wir auch gewisse Worte wirklich länger bewegen, so wie Maria es tut. Und zwar geht es hier ganz besonders um Worte,
die im Auftrage Gottes gesprochen werden. Die Hirten kommen nicht, um von sich selbst zu verkündigen und zu erzählen, sondern sie erzählen von einem, der viel größer ist als sie, der sie aufbrechen lassen hat. Wem schenken wir unser offenes Ohr? Schenken wir es den Kanälen, den Zeitungen, die uns in eine bestimmte Richtung treiben wollen? Oder schenken wir unser offenes Ohr dem Schöpfer? Wir können ein wenig dazu beitragen, auch wenn es sicherlich schwer fällt, weil die unterbewusste Beschallung von dieser Welt uns ständig erreicht. Aber dennoch wäre es ganz wichtig, sich auch dafür einzusetzen, dass wir ganz bewusst am Tag einmal oder zweimal oder sogar noch mehrmals Gott das offene Ohr schenken und diese Worte mehr bewegen als die anderen. Denn wir können schon etwas mit da entscheiden, über welches Wort wollen wir länger nachdenken und welche Worte können wir von vornherein abtun und sagen, das ist nicht gut für uns selbst, für diese Welt, für das Miteinander. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche uns allen einen angenehmen Samstag, weiterhin viel, viel Kraft bei dem Kampf gegen Lüge, Kriegstreiberei und natürlich gegen die Machtergreifung für die eine Weltregierung. Ich wünsche uns, dass wir zusammenstehen, zusammenhalten und den richtigen Worten ein offenes Ohr schenken, dass es uns hier und dort gelingt, auch Worte abzuweisen, die man uns hineintrichtern möchte, die aber nicht zum Wohl dieser Schöpfung und der Menschheit und nicht zum Wohle Gottes sind, sondern die Gott mehr als verärgern. Also das richtige Wort in sich hineinlassen, es bewegen, dann werden wir auch die Kraft bekommen, um hier in dieser Welt etwas mit zu verändern. Es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini aus den Zeitgedanken. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Ihr Reini hier aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal, wer uns auch die Freiheit nimmt. Wir sind bestimmt, wir sind Gott.
Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.